1603 gab Johann Wilhelm II. In Auftrag, ein Anwesen zu bauen, was als Jagdhaus dienen sollte. 13 Jahre später starb er und seine Frau samt Entourage verließ Deutschland. Das Schloss wurde nie fertiggestellt und somit nie als Jagdhaus verwendet. Die Lehre aus der Vergangenheit, dass nichts in Stein gemeißelt ist, ist auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen. Wie wir in den letzten zwei Tagen gehört und diskutiert haben, sollten wir für weitere Überraschungen an den Märkten vorbereitet sein. Unser erster Gastredner, Herr Professor Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gab Deutschland als Beispiel einer Wirtschaft, die erst in den letzten 15 Jahren Fahrt aufgenommen hat. Wenn man diesen kurzen Horizont nimmt, die letzten 4-5 Jahre, steht Deutschland sicherlich ganz hervorragend da. Aber wenn Sie eine langere Perspektive nehmen, die letzten 15 Jahre, steht Deutschland bei Weitem nicht mehr so gut da. Denn wir vergessen heute sehr, sehr leicht, dass Deutschland vor 10 Jahren noch der kranke Mann Europas war. Wir in Deutschland haben die Wahrnehmung heute, dass die Wirtschaft in Deutschland boomt, dass es uns ganz hervorragend geht. Das stimmt so nicht. Das ist in gewisser Weise eine Illusion. Natürlich steht Deutschland im europäischen Vergleich sehr gut da. Aber absolut dürfen wir nicht vergessen, dass auch Deutschland immer noch eine sehr, sehr schwache Wirtschaftsleistung hat, die letzten beiden Jahre kaum gewachsen ist. Ich erwarte stärkeres Wachstum für dieses und nächstes Jahr. Aber die einzige große Herausforderung für Deutschland ist vor allem die große Investitionsschwäche in Deutschland. Ein Vortrag, was mich besonders überrascht oder beeindruckt hat, auch, ist vor allem die Produktionslücke auch. Also in Deutschland, dass da das Wachstumspotenzial nicht so ist, wie man es eigentlich vom heutigen Musterschüler auch erwarten würde. Klar, Deutschland ist aktuell in der Auslage als der Vorzeigeland und auch Modell. Und trotzdem sieht man, dass das Wachstum aber nicht weder in Deutschland noch in der Eurozone auch stattfinden wird, sondern in den Schwellenländern. Mit der EZB-Sitzung am Donnerstag wurden geldpolitische Maßnahmen ergriffen. Citywire-Fondsanalyst Frank Talbot warnte jedoch, dass man nach dieser Mitteilung nicht zu kurzfristig handeln sollte. Even with today's ECB announcement that they're going to lower rates into negative territory, quantitative easing will come to an end at some stage. And if investors are going to get through that period, they need to look at sophisticated debt portfolios in order to do it. Interessant war zweifellos zu sehen, dass sehr, sehr viele Flows halt immer noch im Fixed-Income-Bereich gehen. Allerdings innerhalb des Fixed-Income-Bereiches dann halt nicht mehr klassische Government-Bonds, sondern halt wirklich auch die neuen Absolute-Return-Fonds oder halt dann auch Convertibles und High-Yield, also sicherlich eher die Equity-Proxies gewählt wurden. Zum Abschluss gab Herr Christian Stadler, Associate Professor an der Warwick Business School in England, einen Rückblick über die Entwicklung europäischer Unternehmen im letzten Jahrhundert. Er beschrieb, wie sich europäische Unternehmen für den heutigen Markt neu erfinden müssen. Innovation ist schon wichtig, ja, aber die effiziente Ausschöpfung von vorhandenen Produkten, von vorhandenen Ideen ist mindestens genauso wichtig. Intelligenter Konservatismus ist, wenn Unternehmen sich ihrer Vergangenheit bewusst sind und trotzdem für Neues offen sind. Das heißt, sie nehmen etwas mit, was sie schon kennen, sie vergessen ihre Tradition nicht, aber sie sind auch nicht mit ihr verheiratet. In Zeiten eines Niedrigzinsumfeldes ist die Jagd nach Renditen umso wichtiger. Wir hoffen, dass Sie neue Anstöße und Investmentideen mitnehmen konnten, auf die Sie bauen können.